herzlich willkommen in T-Bones Garage. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz günstig für euren Werkzeugwagen schöne Einlagen euch selber bastelt. So, dann holt ihr euch vom Baumarkt solche Styrodurplatten. Schneidet die mit dem Cuttermesser zurecht auf eure Maße und dann zeichnet ihr mit einem schwarzen oder vernünftigen Stift außen rum, legt ihr die schön hin und dann zeichnet ihr außen rum und tut die mit einem Fräser so ausfräsen. Seht ihr, da habe ich noch keinen Fräser gehabt. Da habe ich das alles mit einem Schraubendreher und so rausgepimmelt und mit einem Cuttermesser seitlich reingemacht. Es geht auch ohne. Aber jetzt zeige ich das euch mal, wie das ausschaut mit einer Fräse. So glatt schaut es aus, wenn man das mit einer Fräse macht. Nochmal der Unterschied, also mit einer Fräse, schön gerade alles. Und hier oben ohne Fräse, einfach so mit einem heißen Schraubenzieher oder so, immer rausgepiemelt. Und hier seht ihr hier ganz klein, da ist mir irgendwie ein heißes Stück hier rüber gespritzt. So ganz kleine Beschädigung. Also das war halt mein Anfang. Aber wenn das so ist, für mich reicht es. Das wird er eh, das wird er benutzt. Und vielleicht in 10 Jahre, 20 Jahre, wenn ich dann mal Rentner bin, dann mache ich das nochmal neu, wenn ich Rentner bin. Ne? Aber für so reicht es mir auch erst. Passt alles. Ja, das geht so rein. So. Hier habe ich mir das einfach erspart. Nicht, weil ich zu faul war, weil da sind so viele Nüsse. Ich vermute, das hätte gar nicht alles auf eine Ebene gepasst, weil dieser extreme kleine Abstand hier würde bestimmt nach dem 20., 30. Mal Gebrauch ausbrechen. Ja. Und das passt da hier rein, weil ich so einen XXL-Werkzeugwagen habe, also nicht den normalen, sondern XXL. Dann passt das genau hier rein. Dann habe ich hier alles, alle drei Sorten von Steckschlüsseln. Halbzoll, ich muss euch anlügen, glaube 8, 3 Achtel oder so. Oder, und ein Viertel. Das ist der ein Viertel Zoll, das ganz kleine da. Das war mein allererster Rätschekasten, der ist 28 Jahre, glaube ich. Ja, den habe ich mir damals beim Obi geholt. Aber bin von der Marke nicht begeistert. Ich habe mir dann jetzt nichts, ich kaufe mir nie wieder was von Lux. Also, obwohl die Rätschekasten, muss ich sagen, der hat sein Geld schon verdient, aber ich bin mit den anderen zufriedener. Und hier waren früher meine Makita Sachen drin, aber die Makita habe ich jetzt einfach hierher verbannt an die Wand. So, dann gibt es so schöne Magnet, wo ihr einfach hier so einfach so hinpömpeln könnt, wie ihr wollt. Ihr nehmt die weg
Einfach mit Magnete. Wunderbar, da habe ich mir gleich ein paar Stück gekauft. Kleinere. Ein größeres, noch ein ganz kleines. Einfach so wegnehmen und hinknallen. Dann, wer kennt's nicht, die Magnetschale, die jetzt abgerissen ist. Die jetzt abgerissen ist für 2 Euro. Zwei wegmachen. Ja, die kann man mit Heißkleber. Mit Heißkleber hinmachen. Ja, das muss ich mit Heißkleber. Hoi, ich bin jetzt nicht erschrocken. Hi, Gott, zack. Hi, hi, hi. Jetzt bin ich aber erschrocken. Guck mal. Hoi, hoi, hoi. Meine Fresse. Ja, ja, die Magnet. Die war da immer gehängt. Und das hier ist vom Original, vom Wirt. Das ist kein Magnet, das hängt man hier oben ein. Das hängt man hier oben ein für 2 Sprühdosen oder so. Ja. Da habe ich hier noch meine Schoner fürs Auto. 2 Stück mit Magnet. So, das ist mein Werkzeug. Wägele mit 8. Schubladen, kann man eine halbe Tonne drauf stellen hier oben, der hält eine halbe Tonne aus. Zeige ich euch mal die verschiedenen Styrodurplatten. So, da gibt es natürlich die kleinen, hier 2 cm oder die 4. Ich habe bei mir die 4 cm, die sind auf der beiden Seiten, sind die so geriffelt, gleich. Ja, kommt drauf an, was ihr einen Schraubendreher habt. Also 2 cm würde ich euch absolut nicht empfehlen, ist viel zu klein. So 3 oder 4, eher die 4 cm. So, wie macht man jetzt das? Dann nimmt man die Platte, sagt, mir gefällt es jetzt so, dann legt man die Werkzeuge hin, zum Beispiel so, dann hat man jetzt eine Zange, dann umrandet man das einfach, ganz unspektakulär, kopiert das quasi, dann hat man das. Dann nimmt man die Zange. Was ich euch dann unbedingt hier empfehle, weil das habe ich jetzt durch die ständige Benutzung, einen kleinen Bogen hier rein, hier auch, damit ihr mit den Fingern reinkommt und es besser rausholen könnt, weil das bemängel ich bei meinem. Das schaut zwar geil aus, aber beim Rausholen, da tut ihr euch so leichter. Dann am besten mit so einem Fräserle, dann fräst ihr das einfach aus. Ja. Setzt das an, ihr messt eure Tiefe. Ja. Der Schraubendreher hat so eine Dicke von 3 cm, aber den lasst ihr noch ein bisschen rausgucken. Also ich würde 2 cm... So, ihr müsst jetzt hier noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das könnt ihr euch ja vorstellen, es geht genauso schnell. Mit so einer Fräse dauert es ungefähr 4 Minuten vielleicht. Aufzeichnen, das rausfräsen. Ja. So, jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere von euch, warum kauft der Depp
nicht einfach, diese Moosgummi oder Matten, oder ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, diese Einlegematten, und schneidet sich die aus. Kann man machen. Aber, erstens sind die Schweine teuer. Die kosten über 30 Euro das Stück für die Größe, wo ich die brauche. Ja? Ich glaube, 28 oder 25 die kleinen Matten, die großen kosten 40 Euro oder was. Pro Matte. Und ich habe ja 8 Stück, okay, alle 8 brauche ich dann. 5 Stück brauche ich da. Sag mal 5 Stück. Ja, so viel hat der Werkzeugwagen nicht gekostet, ja? 1,50 Euro hat es gekostet, eine Platte. Und aus einer Platte kann ich 2 solche Einlagen machen. So eine Styrodurplatte ist 1,20 Meter auf 60 Zentimeter. Und die kostet 1,50 Euro. Das ist wesentlich günstiger, weil bei den anderen Matten, die müsst ihr genauso rausfräsen oder rausmachen. Genau. Und Styrodur ist wirklich sehr stabil. Also die hebt ein paar Monate oder ein paar Jahre. Kommt halt drauf an, wie häufig ihr das Werkzeug reinwerft und raus, wie ihr umgeht mit eurem Werkzeugkiste. Ja, hält es länger oder nicht so lang. Das ist ein Tipp von mir, wie ihr günstig, und die Styrodurplatten sind auch wirklich stabil genug für das, euch das sehr günstig so nachbauen könnt. Wenn euch dieser Trick in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit einem Daumen. Und mich kann man abonnieren, indem ihr einfach auf den Rottweiler unten rechts klickt. Keine Angst, der beißt nicht. So, und jeder Werkzeugwagen hat ja hier unten einen Stopper, mit dem man die Bremse reinmacht. Bei der Auslieferung war dieser auf der anderen Seite. Keine Ahnung, wer den zusammengebaut hat. Ja, also die beweglichen Rollen gehören immer dorthin, wo der Griff ist. Ja, das ist wichtig. Und diese Schubladen, also wenn man eine aufgemacht hat, kann man die andere nicht aufmachen, weil die so schwer sind, die Schubladen. Also man geht davon aus, dass da vielleicht 30, sogar 40 Kilo drinnen sind, weil die Schubladen, diese sind auf 50 Kilo Belastbarkeit, kann man da drauf. Und damit man nicht alle Schubladen aufmachen kann und dadurch der Werkzeugwagen umkippt, geht es einfach immer nur einzeln. Und das Schöne ist, egal wo man den anfasst, dass unten so ein, seht ihr das? So ein Hebel, den kann man auf die ganze Breite kann man den einfach hochdrücken und dann raus. Das ist so Sicherung, egal wo. Ihr könnt auch mit einem Dremel oder wie gesagt mit einem Klingenmesser außen die Konturen nachfahren und dann mit einem Schraubendreher immer so rausbrechen, das Innenleben. Das geht halt wesentlich länger, schwieriger, und mit so einem kleinen Dremel geht es auch. Mit so einem, den habe ich jetzt auch mir gegönnt. Von Parksize, der hat gekostet, der war irgendwo im Angebot, 40% oder 50, glaube ich, 50. So, und wenn du auch einen Werkzeugwagen hast, dann bau doch das nach. Du sparst jede Menge Geld mit diesen günstigen 1,50 Euro für 2 Einlageböden. Da brauchst du 2 oder 3, holst du 3 so Platten, dann hast du 6 Böden, da kannst du mal eine verhunzen, kaputt machen quasi, und das interessiert dich nicht. Ja? 1,50 Euro, die Hälfte sind 75 Cent, ja, wo kaputt gemacht. Ich denke, das hat dir geholfen, mein Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ade, Varche, euer T-Bone.